Das Lechwehr wurde im 12. Jahrhundert angelegt, um die Wasserkraft als Energiequelle für Handwerk und Gewerbe zu nutzen. Aufgrund der schlechten Bausubstanz wurde es zwischen 1994 und 1996 neu gebaut. Ein naturnaher Fischaufstieg als Umgehungsrinne gab dem Wehr sein heutiges Aussehen. Vom 14. bis 19. Jahrhundert war Landsberg ein bedeutender Umschlagsplatz für den Salzhandel im süddeutschen Raum. Der Salzstadel in der hinteren Salzgasse diente der Zwischenlagerung des Salzes vor Weiterverkauf und Transport. Direkt am Lech gelegen lugt der Mutterturm mit seinem goldfarbenen Dach aus einer Parklandschaft. Der im Stil eines normannischen Burgfrieds erstellte Bau wurde 1884 von Hubert von Herkommer zu Ehren seiner Mutter erbaut. Die Katharinenbrücke. Das ehemalige Ursulinenkloster. Die Ordensfrauen errichteten hier ab 1719 ihr Ursulinenkloster und die Klosterkirche zur heiligen Dreifaltigkeit. Ein Blick zum Hauptplatz und der Kirche Maria Himmelfahrt. Der Hauptplatz. Ab 1700 wurde in mehreren Bauabschnitten das neue Rathaus errichtet. Die Stuckfassade gehört zu den wichtigsten Schöpfungen des Baumeisters Dominikus Zimmermann. Den Mittelpunkt der Altstadt bildet der um 1700 errichtete Marienbrunnen auf dem Hauptplatz. Von der ersten Stadtbefestigung des 13. und 14. Jahrhunderts sind nur noch Reste erhalten, unter anderem der sogenannte Schmalzturm. In seinem Schatten verkauften die Marktfrauen einst ihr Schmalz. Der Bau der Landsberger Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt erfolgte in den Jahren 1457 bis 88. Der vordere Anger und hintere Anger und das Sandauer Tor. Den nördlichen Abschluss der Stadtmauer bildet das Sandauer Tor, das 1630 in die bereits bestehende Stadtmauer eingebaut wurde. Landsberg am Lech ist eine große Kreisstadt mit 29.000 Einwohnern
und ist der Verwaltungssitz des gleichnamigen Landkreises. Das Mittelzentrum liegt an der Romantischen Straße und zählt laut deutschem Wetterdienst zu den sonnigsten Städten Deutschlands. Die außerordentlich gut erhaltene Altstadt entführt nicht nur auf eine Zeitreise durch Mittelalter bis zur Neuzeit, sondern bietet auch malerische Ansichten. Seit dem 14. Jahrhundert befanden sich hier an einer Gefällstufe des Mühlbachs die zwei städtischen Getreidemühlen, die bis in die 60er, 70er Jahre des 20. Jahrhunderts noch als Mühlen in Funktion waren. Die Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt in der Landsberger Altstadt. Der ursprünglich gotische Kirchenbau wurde um 1708 barock umgestaltet, sodass im Inneren hochbarocke Pracht herrscht. Ein Blick zum neuen Stadtmuseum, der Klosterkirche Heiligkreuz und zum Bayertor. Weithin sichtbar grüßt die Heiligkreuzkirche mit zwei Rokoko-Haubentürmen. Das neue Stadtmuseum lädt mit abwechslungsreichen Ausstellungen ein, die Stadt- und Regionalgeschichte aus kunst- und kulturhistorischen Blickwinkeln zu erkunden. Das 1425 errichtete und weithin sichtbare Bayertor sollte jeden Reisenden aus München entsprechend beeindrucken. Liebevoll restaurierte Architekturmalereien heben bis heute den Hauptturm hervor. Ein Blick auf die alte Bergstraße und den Hofgraben.